Augen auf, News. Die Pyramiden von Gizeh wurden nicht von Altägyptern erbaut. Ein Artikel von Gernot L. Geise von der Seite die-rote-pille-blogspot.de. Wir müssen von all liebgewonnenen Thesen, Hypothesen, Hilfekonstruktionen mit ihren Unterthesen Abstand nehmen, die im Laufe der Zeit von der Ägyptologie, der Archäologie und den Historikern über die Pyramiden von Gizeh und ihre Richtung jemals aufgestellt wurden. Der Grund? Es kann unmöglich so gewesen sein. Alle Thesen gehen von einer Errichtung der Pyramiden durch Altägypter aus. Ausnahmen sind exotische Thesen, die Pyramiden seien hunderttausende Jahre alt oder von irgendwelchen Geisterwesen oder Atlantern errichtet worden. Doch sie sind nicht belegt und meist recht nebulös oder gechannelt. Doch sollten wir bei der zukünftigen Forschung zumindest die Möglichkeit im Auge behalten, dass hierhin vielleicht mehr Wahrheit steckt als in den gelehrten Thesen. Fangen wir an mit den Unmöglichkeiten. Der Bau. Schwebende Steine. Herodot behauptete noch, ägyptische Priester hätten ihm gesagt, der Bau der großen Pyramide habe 20 Jahre gedauert. Diese Behauptung ist niemals bewiesen oder widerlegt worden, doch alle Ägyptologen haben sie bereitwillig übernommen. George Goyon zitiert Ahmed al-Makrizi aus seiner topografischen und historischen Beschreibung Ägyptens, das ich hier wiedergeben möchte. Die Arbeiter hatten mit magischen Schriftzeichen bedeckte Blätter bei sich und sobald ein Stein zurechtgeschnitten und behauen war, legte man eines dieser Blätter darauf, dem man einen Schlag versetzte und dieser Schlag genügte, um ihn eine Entfernung von 100 Sahnes, 200 Fallschussweiten sind 26.000 Meter, zurücklegen zu lassen. Und man fuhr damit fort, bis der Stein auf dem Pyramidenplateau ankam. Doch auch Goyon lässt dieses Zitat unkommentiert stehen und wendet sich sofort den vorstellbaren, aber falschen Baumethoden zu, um mit ihnen ein ganzes Buch zu füllen. Erst im Schlusswort meint er, die von den arabischen Autoren berichtete Methode, die Steine durch Zaubersprüche schweben zu lassen, ist natürlich nicht ernst zu nehmen. Peter Tompkins erwähnt ein Rabbi Benjamin ben Jona aus Navarra aus dem 12. Jahrhundert, der geschrieben haben soll, die Pyramiden, die hier zu sehen sind, wurden mit Hilfe von Zauberer erbaut. Als Zauberei wurde und wird jedoch immer ein Vorgang bezeichnet, den man sich aufgrund der eigenen Lebensumstände und Erfahrungen nicht erklären kann. Diese Überlieferungen werden geflissentlich ignoriert oder nicht ernst genommen und so hat man sich im Laufe der Jahrhunderte die abenteuerlichsten Methoden ausgedacht, die man sich vorstellen konnte, wie die Pyramiden gebaut worden sein könnten. Das artete teilweise in haarsträubenden Berechnungen aus, wonach hunderttausende Arbeiter, die je nach Betrachter mal in Fronarbeit, manchmal freiwillig, Jahrzehnte schufteten, um über die unmöglichsten Hilfskonstruktionen die tonnenschweren Steinquader hinaufzuhieven. Nur die naheliegendsten Methoden, die auch noch überliefert worden sind, wurden ignoriert. Warum zieht man eigentlich nicht wenigstens versuchsweise in Erwägung, dass die tonnenschweren Steinquader schwerelos transportiert worden sein könnten, wie es die uralten Legenden erzählen? Nur weil man sich es heute nicht mehr vorstellen kann, dass so etwas möglich sein soll? Doch es ist möglich. Ich möchte jetzt zwar nicht die Behauptung aufstellen, dass die Steinquader zum Bau der ägyptischen Pyramiden tatsächlich ausschließlich so transportiert wurden. Es geht nur darum, es ist tatsächlich möglich, tonnenschwere Steinquader schwerelos zu transportieren. Der schwedische Arzt Dr. Jahl beobachtete vor rund 50 Jahren in Tibet den Transport schwerer Baumaterialien auf der alleinigen Grundlage von Resonanz. Mönche wollten eine Mauer vor dem Eingang einer Höhle errichten, die hinter einem Felsvorsprung an einer steilen Felswand in 250 Metern Höhe lag. Zu dem Vorsprung gab es keinen Zugang. Die zur Verwendung kommenden Steinblöcke waren jeweils 1 Meter lang und 1,50 Meter hoch. 250 Meter vom Fuß der Felswand entfernt wurde auf ebenen Boden eine Schale in Position gebracht. Hier hinein wurden die von Yaks herbeigeschleppten Steine gelegt. 63 Meter von der Schale entfernt hatten sich Mönchsmusiker in einem Viertelkreis aufgestellt. Die Musiker, die Schale und die Felswand befanden sich in gerader Linie zueinander. Man benutzte sie in tibetanischer Sakralmusik üblichen Instrumente und auf ein Signal hin begannen die Musiker ihre Trommeln zu schlagen und in ihre Hörner zu blasen. Die Priester sangen ihre Mantren und nach 4 Minuten begann der Felsblock in der Schale sich sachte hin und her zu wiegen.
Dann hob er sich vom Boden ab und schwebte in einer parabolischen Kurve hinauf. Nach weiteren 3 Minuten landete er sanft auf dem Felsvorsprung. Auf diese Weise konnten die Mönche etwa 5 Bausteine pro Stunde transportieren. Dr. Jahr ließ das Geschehen von 2 verschiedenen Kameras gleichzeitig filmen. Später zeigte diese Filme der britischen wissenschaftlichen Gesellschaft, die ihm erklärte, die Filme seien als Top Secret einzustufen und müssten für mindestens 50 Jahre bis 1990 weggesperrt werden. Ob die Erbauer der Pyramiden Schall, Ultraschall oder andere Techniken benutzten, um die schweren Steine schweben zu lassen, mag dahingestellt bleiben. Nur es ist völlig falsch, die Tatsache in den Bereich der Märchen abzuschieben, dass man Steine schweben lassen kann. Wem ist es schon bekannt, dass bereits in unseren 60er Jahren Professor Prudhomme vom Pasteur-Institut in Paris mit schwachen Ultraschallwellen Korkkügelchen heben konnte? Und schon 1958 gelang es dem amerikanischen Physiker Hooper, einen Ferritring teilweise schwerelos werden zu lassen, indem er ihn in ein Magnetfeld mit mehr als 15.000 Umdrehungen pro Minute rotieren ließ. Sicher sind das nicht die Techniken, die von den Erbauern der Pyramiden angewendet wurden. Diese müssen ausgereift gewesen sein. Doch sie zeigen, dass es durchaus selbst uns möglich ist, die Schwerkraft teilweise recht einfach aufzuheben. Der japanische Nachbau. Im Jahre 1978 versuchten japanische Wissenschaftler zu beweisen, wie die Pyramiden errichtet worden sind anhand einer 20 Meter hohen Pyramide, die sie errichten wollen. Die ägyptische Regierung gestattete einen Nachbau südöstlich der Mykerinos-Pyramide auf dem Gizeh-Plateau, unter der Bedingung, dass die Pyramide nach der Fertigstellung wieder abgerissen und der alte Zustand wiederhergestellt werden würde. Die Japaner wollten beim Bau die gleichen Techniken anwenden, wie sie den ägyptischen Baumeistern von unseren Wissenschaftlern zugestanden werden. Das erste Problem ergab sich mit dem Transport der Steinblöcke, die aus dem gleichen Steinbruch etwa 15 Kilometer am Ostufer des Nils genauso angeliefert werden sollten wie die Originalsteine der großen Pyramide. Es war unmöglich, die nur etwa 1 Tonne schweren Steinblöcke mit einer Barke über den Nil zu befördern. Dies gelang letztendlich erst mit Hilfe eines Dampfers. Als nächstes versuchten Gruppen zu jeweils 100 Arbeitern erfolglos die Steine über den Sand zu ziehen. Die Steinblöcke bewegten sich keinen Zentimeter. Schließlich wurden die Blöcke mit Hilfe moderner Baufahrzeuge an die Baustelle befördert. Auch dort gelang es keiner Arbeitsgruppe, einen Steinblock höher als 30 cm anzuheben, sodass zum Bau ein Kran und Hubschrauber eingesetzt werden mussten. Der ganze Bauvorgang wurde gefilmt. Danach wurde die Mini-Pyramide wieder abgerissen. Die Erkenntnis aus dem Experiment bestand darin, dass alle bisher angenommenen Theorien für den Bau der Pyramiden in hohem Maß unzutreffend sind. Die Mini-Pyramide von Gizeh. Im Juni 1995 flimmerte der Bericht „Die Mini-Pyramide von Gizeh“ über die Bildschirme. In diesem Film wurde gezeigt, wie eine amerikanische Gruppe von Archäologen versuchte nachzuweisen, wie es möglich wäre, mit den angenommenen alten Techniken eine, wenn wiederum auch nur einige Meter hohe Pyramide nachzubauen. Irgendwie kam ich mir durch diesen Bericht ziemlich veralbert vor. Denn in dieser Sendung wurde weder vielleicht noch könnte gewesen sein verwendet. Nein, all die alten bekannten Vorurteile, die zum Teil bereits definitiv mehrfach widerlegt sind, hatte man hier wieder ausgegraben und als harte Tatsachen hingestellt. Die Cheops-Pyramide wurde selbstverständlich erbaut von Pharao Cheops. Die gefälschten Hieroglyphen in der großen Pyramide wurden mal wieder als echte hingestellt. Die Pyramiden waren mal wieder Grabmäler und es endete auch nicht damit, dass die tonnenschweren Steinquader selbstverständlich mit Kupferwerkzeugen gebrochen und bearbeitet worden sein sollen, da die Ägypter natürlich kein Eisen gekannt haben durften. Alle 3 Minuten ein Steinquader, wie für den Bau des Originals berechnet, das schafften die Amerikaner allerdings nicht, obwohl ihre Steinquader nur ein Bruchteil der Originalsteine wogen. Sie waren schon froh, an einem Tag eine Handvoll Steine an den Bauplatz befördern zu können. Dafür behaupteten sie, dass alle Steinblöcke der Pyramiden natürlich unmittelbar neben ihrem Standort herausgebrochen worden seien. Man sehe ja heute noch einige Spuren dieser Abbrucharbeiten. So ersparten die amerikanischen Akteure sich eine Erklärung
für den nicht machbaren Schiffstransport und konnten sich die Blamage eines missglückten Steintransports mit Hilfe von nachgebauten Schiffen ersparen. Der Bau dieser Kleinpyramide wurde nur auf zwei Seiten vollendet. Der gesteckte Zeitrahmen war zu kurz für eine Vollendung. Es sah alles so ganz einfach aus, wenigstens so wie es im Film gezeigt wurde. Dass nur mit relativ kleinen Steinquadern gearbeitet wurde, das Pyramidion auf zwei Balken liegend, trugen einige Arbeiter schließlich auf ihren Schultern hinauf, weil sie die Geduld verloren. Die wissenschaftliche Methode mit Seilchen und Fetten zur Reibungsminderung hatte nicht so funktioniert, wie es sollte. Dass auch die vorgefertigten Steine nicht etwa in der alten Art hergestellt waren, nur die ersten, um zu demonstrieren, dass es angeblich geht, dass weder ein Zeitrahmen noch der vorgegebene Materialrahmen auch nur annähernd eingehalten werden konnte. Das wurde dann paradoxerweise als Beleg dafür genommen, dass die Pyramiden selbstverständlich so und nicht anders gebaut worden sein können. Dabei war dieser Film der eindeutige Beweis dafür, dass es eben nicht so gewesen sein kann. Nichts gegen praktische Versuche, doch warum wird nicht objektiv über das alte Ägypten berichtet? Warum sind alle bisherigen Spekulationen um den Pyramidenbau Unsinn? Alle bisherigen Spekulationen, Hypothesen und Theorien basieren mehr oder weniger auf den Aussagen unserer Ägyptologen. Überlieferungen wie Herodot werden nur teilweise berücksichtigt, dort, wo sie in die vorgefertigte Meinung passen. Wobei selbst die Überlieferungen, die von Herodot geschildert wurden, bereits so alt gewesen sein müssen, dass sie mit der Wahrheit kaum noch etwas gemeinsam gehabt haben dürften. Doch sobald die Überlegungen in das anscheinend Fantastische abdriften, Schwerelosigkeit zum Beispiel, werden sie von den Fachleuten als unrealistisch bezeichnet. Wohl, weil keine Aufzeichnungen vom Bau der Monumente mehr vorhanden sind. Da wird ein Pharao, der mit großer Wahrscheinlichkeit niemals gelebt hat, bemüht, er soll den Bau initiiert haben, nur weil ein erfolgsgeiler Fälscher in den 20er Jahren eine Kartusche auf eine Wand einer der Entlastungskammern gemalt hat, aus der mit Fantasie ein Zusammenhang zu einem Khufu herausgelesen werden kann. Wobei ein Ägyptologen dies sofort als Fälschung hätte auffallen müssen, weil die Orthographie aus einer ganz anderen Zeitepoche als der vorgegebenen stammt. Nein, erst rund 30 Jahre später bemerkte man es. Doch da hatte Cheops als Pyramidenerbauer bereits seinen festen Platz in den Lehrbüchern eingenommen. Da werden immer noch und immer wieder aufs Neue haarsträubende Berechnungen angestellt, wie viel hunderttausende Menschen wohl beschäftigt waren, wo und mit was sie verpflegt werden mussten. Dass von solchen postulierten Geistermenschenheeren niemals auch nur klägliche Reste oder Abfallprodukte gefunden wurden, die ja zumindest fragmenthaft vorhanden sein müssten. Auch von ihren zerbrochenen Werkzeugen, das wird geflissentlich ignoriert. Da denkt man sich abenteuerliche Rampenkonstruktionen aus, auf denen die Steinquader auf Holz stemmen, die es nachgewiesenermaßen niemals in der benötigten Menge am Nil gab, über schräge Ebenen hochgezerrt wurden, deren Volumen allein die mehrfache Menge an Baumaterial verschlungen hätte, wie sie für die eigentliche Pyramide benötigt wurde. Und wo sind die Geisterrampen geblieben? Sie sind nicht nachweisbar, weder die ehemaligen Rampen noch das dazu benötigte immense Baumaterial, das anschließend ja irgendwo entsorgt werden musste. Doch nirgendwo in der Umgebung findet sich Geländestrukturen, die aus dem ehemaligen Rampenbaumaterial bestehen könnten. Man hat also ein ungemein arbeits- und materialaufwendiges Szenarium konstruiert, um einem wohl etwas größenwahnsinnigen König ein Grabmal zuzugestehen, in dem angebliche Luftschächte irgendwann vor 4000 Jahren jenem Verblichenen einen kurzen Blick auf den just aufgegangenen Sirius ermöglichten? Luftschächte zur Sternbeobachtung? Da gibt es Forscher, die sich unglaublich viel Mühe machen und Messungen und hochkomplizierte Berechnungen anstellen, wann die Pyramiden erbaut worden sein sollen. Robert Bauval und Adrian Gilbert setzten Computer ein, um mit Astronomieprogrammen rückrechnen zu können, wann welcher Stern über den sogenannten Luftschächten der großen Pyramide aufgegangen sein soll. Und wen wundert's? Sie erreichten Datierungen, die in etwa mit der schulwissenschaftlichen Lehrmeinung übereinstimmen. Man möchte vor Ehrfurcht erschauern, welche Sterne vor welcher Zeit an welchem Ort des Himmels standen. Doch hat diese Theorie, so arbeitsintensiv sie auch war, mit der Praxis leider nicht viel gemeinsam. Es bestreitet ja niemand, dass zur vorgegebenen Zeit in Ägypten Ägypter lebten.
aber doch nicht im Zusammenhang mit dem Bau der Pyramiden. Bauval und Gilbert kommen durch ihre ungemein arbeitsintensiven Forschungen auf Berechnung zu dem Ergebnis, die drei Gizeh-Pyramiden seien um das Jahr 2450 vor Christus erbaut worden. Sie begründen diese Aussage mit der Anlage der Luftschächte, die zu jenem Zeitpunkt auf Gürtelsternen des Orion ausgerichtet gewesen seien. Hierbei sind die beiden Forscher akribisch vorgegangen, im Gegensatz zu anderen, die ohne Berechnung die Behauptung aufstellten, die Luftschächte oder andere Bauteile würden auf irgendeinen Stern oder knapp daneben zeigen. Zeigen sie knapp daneben, so wird dann argumentiert, aber vor zigtausend Jahren hätten sie auf einen anderen Stern gezeigt. Nun wird allgemein die Meinung vertreten, wenn man nur genügend rechnet, die Vertreter dieser These überlassen die Berechnung dann anderen und die Präzession, die Taumelbewegung der Erde um ihre Pole zu Hilfe nimmt, dann ließe es sich schon errechnen, zu welcher Zeit jener Luftschacht auf eben diesen Stern und nicht auf einen anderen ausgerichtet war. Und schon hat man den Bautermin errechnet, so einfach ist das. Wenn es doch nur so einfach wäre. Wer sagt uns eigentlich, dass es einst der Sinn der Anlage der Luftschächte war, auf diesen oder jenen Stern ausgerichtet zu sein? Meiner Meinung nach ist das eine der dümmlichsten Erklärungen, die man sich ausdenken kann. Richten wir heutzutage unsere Luftschächte etwa nach Sternen aus? Aber selbstverständlich! So werden wenigstens die Archäologen in 2000 Jahren argumentieren, wenn sie nicht bis dahin etwas intelligenter als unsere heutigen geworden sind. Denn auf irgendeinen Stern passt alles und passte alles zu allen Zeiten und Sterne gibt es und gab es. Sichtbar Tausende. Auch solche auffälligen wie Sirius oder Orion. Außerdem, wer ist in der Lage zu beweisen, dass unsere Erde Jahrtausende lang in gleicher Art wie heute rotierte? Mit dem Nord- und Südpol dort, wo sie heute sind. Es gab auch in jüngster Geschichtszeit umwälzende Katastrophen. Und nur eine einzige reicht bereits aus, dass jene Luftschächte auf ganz andere Sterne zeigen. Das sind jedoch Einwände, die bei der heutigen Berechnung des Bautermins der Pyramiden überhaupt nicht berücksichtigt werden. Auch Bauval und Gilbert denken nicht einmal ansatzweise an diese Möglichkeit. Warum eigentlich? Vielleicht weil es über die Globalkatastrophen keine überlieferten Aufzeichnungen gibt? Stimmt nicht. Die gibt es doch. Völker aller Erdteile tradieren teilweise in Sagen verpackt ihre Erinnerung an diese Katastrophen. Doch sie werden nicht ernst genommen und in den Bereich der Märchen abgeschoben, weil die Überlieferer leider vergaßen, ein genaues Datum mitzuliefern, wann es passiert ist. Warum nimmt man sie nicht ernst, wenn sie doch die unterschiedlichsten Völker völlig unabhängig voneinander vorweisen? Doch das ist alles nur Vernebelungstaktik. Augen verschließen vor dem Offensichtlichen. Wie in aller Welt soll man in der Praxis durch einen 100 Meter langen Luftschacht mit einem Durchmesser von 20 x 20 cm überhaupt einen Stern sehen können und wenn er noch so gut ausgerichtet wäre? Das ist wohl nur theoretisch möglich, denn es kann die volle Sonnenscheibe hineinscheinen und man wird vielleicht mit viel Glück gerade ein winziges Lichtpünktchen erkennen können. Die Ägyptologen argumentieren dann jedoch, das sei nur sinnbildlich gemeint, weil die Seele des Pharao diesen Weg aus der Pyramide genommen habe, durch den ehemals beidseitig verschlossenen Luftschacht? Doch bleiben wir bei den Berechnungen von Bauval und Gilbert, wonach der Oriongürtel und Sirius nur noch einige Sterne mehr vor 4000 Jahren über Ägypten präsent gewesen seien. Ich möchte nicht bezweifeln, dass es so war, abgesehen davon, dass die schulwissenschaftliche Chronologie, also die errechneten geschichtlichen Zeiträume, nicht stimmen kann. Gehen wir ruhig von einem Szenarium aus, in dem die begehrten und angeblich vergötterten Sterne dort oben am Himmel standen. Und jetzt sollen die Ägypter beim Bau ihrer Pyramiden die sogenannten Luftschächte nach solchen Sternen ausgerichtet haben. Da frage ich mich sofort, hat eigentlich niemand dieser Theoretiker jemals selbst zum Himmel hinaufgeschaut? Wahrscheinlich nur bei klarem Himmel und für ein paar Minuten. Denn sonst hätten sie bemerken müssen, dass sich unsere Erde dreht und dass sie sich nicht darum kümmert, ob sich die Sterne mitdrehen oder nicht. Man baue also einen Schacht und richte ihn aus und so wird zum gegebenen Zeitpunkt der angeblich angepeilte Stern auch wirklich darin erscheinen für einen kurzen Augenblick. Denn unmittelbar danach ist er wieder aus der Schachtmündung verschwunden.
und für einen solch kurzen Augenblick, der sich sowieso nur an ein paar Tagen im Jahr beobachten lassen würde, soll ein derart gigantischer Arbeitsaufwand getrieben worden sein? Vollkommen und ohne sonstigen Nutzen? Nein, mit der größten Fantasie eine solche Beschränktheit der Baumeister der Pyramiden zu unterstellen, das wäre eine Beleidigung für ihre Baukenntnisse und würde ihnen völlig widersprechen. Die sogenannten Luftschächte können aufgrund des fehlenden praktischen Nutzens zwangsläufig überhaupt nichts mit Sternbeobachtung zu tun gehabt haben und auch eine symbolische Ausrichtung auf bestimmte Sterne ist blanker Unsinn, weil diese Ausrichtung nur für Sekunden zutrifft. Eine Art der Sternbeobachtung wäre gerade noch vorstellbar mit der sogenannten großen Galerie zum Zeitpunkt des Baues, als sie noch oben geöffnet war. Doch auch diese Überlegung muss rein theoretischer Natur bleiben, denn die Anlage der großen Galerie spricht völlig gegen eine solche Nutzung. Die Erbauer der Pyramiden waren keine unpraktisch denkenden Leute, sonst hätten sie diese Meisterwerke nicht erschaffen können. Wenn sie eine Möglichkeit zur Sternbeobachtung hätten konstruieren wollen, dann hätten sie eine praktische Vorrichtung erbaut und keine enge, schiefe Rampe. Auch die angewendete Technik der Pyramidenbaumeister ist bisher nur zu einem verschwindend kleinen Teil bekannt. Wäre sie enträtselt, dann wüsste man vielleicht, wie die Pyramiden gebaut worden sind und müsste sich keine haarsträubenden Hilfskonstruktionen einfallen lassen. Wieso merkt eigentlich niemand, welch ein Unsinn auf diesem Gebiet produziert wird? Die Ägyptologie unterstellt den alten Ägyptern immer noch, dass sie technologisch gesehen höchstens Kupferwerkzeuge kannten, obwohl es durchaus hochwertige Stahlgeräte aus jener Zeit gibt. Eine eventuell vorhanden gewesene Technik in unserem heutigen Sinn sei jedoch völlig undenkbar. Tatsache ist aber, dass die monumentalen Pyramidenbauten vorhanden sind. Sie stehen da, also müssen sie gebaut worden sein. Nur, sie konnten niemals mit den steinzeitlichen Methoden der alten Ägypter errichtet worden sein. Das ist völlig unmöglich. Da kann man sich drehen und wenden und Rechenkunststücke anstellen, wie man will. Die alten Ägypter konnten definitiv keine Pyramiden bauen. Es ist ganz logisch, wenn wir mit unseren heutigen relativ hochstehenden Technik nicht in der Lage sind, eine Pyramide nachzubauen, dann war es mit primitiveren Mitteln erst recht nicht möglich. Wir können heute zwar vergleichbare Steinquader aus vergleichbaren Steinbrüchen brechen, jedoch benötigen wir unsere Krantechnik, um sie herauszuholen und sie auf entsprechende Schwerlastwagen zu heben. Möglicherweise könnte man diesen Arbeitsvorgang der ägyptischen Technik noch zugestehen mit komplizierten Hebekränen aus Holz, wobei sich jedoch die Frage stellen würde, nach wie viel von diesen tonnenschweren Steinblöcken so ein Kran wohl kaputt wäre. Wie die Steinblöcke dann über den Nil gekommen sein sollen, bleibt ein Geheimnis der Ägyptologen. Mit den von ihnen ausgegrabenen und rekonstruierten Booten jener Zeit war es jedenfalls völlig ausgeschlossen, auch nur einen einzigen Quader zu transportieren, geschweige denn Hunderttausende. Wie die Steinblöcke zu den Pyramiden aufgeschichtet worden sein sollen, dass Toleranzgrenzen unterschritten wurden, wie sie mit unserer Hochtechnologie nicht erreicht werden, bleibt ein weiteres bisher ungelüftetes Geheimnis. Favorisiert wird immer noch die Rampentheorie. Doch eine derartige Rampe benötigt wie gesagt das mehrfache Volumen der endgültigen Pyramide als Füllmaterial. Wo soll das Material hergekommen sein und wohin ist es nach dem Bau verschwunden? Es sind keinerlei Reste auffindbar. Rampenreste, die man ägyptischer Logerseits als Überreste deklarieren wollte, stammen von den in viel späteren Zeit gebauten Taltempeln und Aufwegen, die mit den eigentlichen Pyramiden überhaupt nichts zu tun haben. Hierzu hat Dieter Vogel als kompetenter Natursteinfachmann die Theorie von Dr. H. A. Nieper nachgeprüft, die bisher nicht beachtet wurden, vielleicht weil sie zu spekulativ erscheinen. Dr. Nieper hat in verschiedenen Aufsätzen die Meinung vertreten, die Steine zum Bau der Gizeh-Pyramiden seien mit Geräten abgebaut worden, die mit Vakuumfeldenergie arbeiten würden. Nieper hat hiermit nicht nur eine neue Theorie zu den schon vorhandenen gesellt, sondern vor Ort recherchiert. Er vergleicht die Bearbeitungsspuren an den Steinblöcken der Gizeh-Pyramiden mit Schmelzsinterwellen, wie sie beim Bearbeiten von Steinen entstehen, die mit Hilfe eines von dem japanischen Physiker Professor Shinichi Seike bereits 1978 entwickelten Seike-Selenoid geschnitten werden.
Das ist ein Trennschneider zum Schneiden von Gestein mittels eines Tachyonstrahls, also mit Vakuumfeldenergie. Ein solcher Art geschnittenes Gestein verdampft ohne Rückstände. Vogel hat die Theorien von Dr. Nieper an Ort und Stelle nachgeprüft und bestätigt. Demnach dürften alle gängigen Theorien der Steinbearbeitung mittels steinzeitlicher Methoden endlich auf den Müll gehören. Doch es geht noch weiter. Oben sehen wir die Abbildung eines sogenannten Grubenloches in den Mokadam-Bergen, wo nach wissenschaftlicher Lehrmeinung die größten Blöcke der Pyramidensteine gebrochen sein sollen. Wie die tonnenschweren Steine aus dem Grubenbruch nach oben geschafft worden sein sollen, darüber schweigen sich die Archäologen jedoch aus. Mit den damaligen Mitteln und Werkzeugen war dies jedenfalls völlig unmöglich. Demnach gibt es nur eine einzige stichhaltige Alternative. Die Pyramiden sind zwangsläufig von Baumeistern erstellt worden, die eine Hochtechnologie beherrschten, gegen die unsere heutige gerade in den Kinderschuhen steckt. Als sich im alten Ägypten einige Nomadenvölker zusammenrauften und ihr erstes Reich gründeten, müssen die Pyramiden bereits in ihrer vollen Pracht vorhanden gewesen sein. Spätere Pharaonen nutzten sie als Zeichen ihrer Macht, zu kultischen Zwecken oder für was auch immer. Aber vom Bau hatten sie keine Ahnung. Das zeigen die vielen jämmerlich primitiven Nachbauten, die größtenteils bereits zerfallen sind, oftmals schon beim Bau. Fazit: Es ist mitnichten damit getan, wenn man weiß, wie etwas funktioniert, dass man es dann auch bauen kann. Ein Beispiel aus unseren Tagen möge dies veranschaulichen. Jeder weiß heute, wie ein Fernsehgerät funktioniert, dass in einem Holzkasten eine Bildröhre befindlich ist, eine Menge Transistoren und Drähte. Doch wer kann selbst, wenn er alle Einzelteile beispielsweise als Bausatz zusammen hat, daraus ein funktionierendes Gerät bauen? Dieses Beispiel lässt sich auch auf einfache Dinge ausweiten. Wer kann schon aus einem Stück Leder ein paar Schuhe herstellen? Wer kann überhaupt noch selbst ein Stück Leder herstellen? Was ich damit sagen will: Selbst wenn die alten Ägypter die Pyramiden fix und fertig als Anschauungsobjekte vor Augen stehen hatten, waren sie niemals dazu in der Lage, sie nachzubauen. Auch dann nicht, wenn man ihnen detaillierte Baupläne mitgeliefert hätte. Und so sind uns auch nicht allzu viele Nachbauversuche in dieser Größenordnung bekannt. Man verlegte sich bald auf den Bau von Palästen und Tempeln. Das war wenigstens machbar, ohne dass sie gleich wieder zusammenfielen und außerdem kostengünstiger. So sehr die Schulwissenschaft an ihre Thesen auch kleben bleibt, wir kommen angesichts der offensichtlichen Tatsachen nicht darum herum, eine Hochtechnologie für den Bau der Pyramiden vorauszusetzen. Wann das war, woher diese Technologie kam, wer sie beherrschte, das sind Fragen, die zunächst sekundär bleiben müssen, denn es scheinen sich alle diesbezüglichen Hinweise auf den ersten Blick in nichts aufgelöst zu haben. Doch bei genauerem Hinschauen kann man konstatieren: Es spricht absolut nichts dagegen, dass die Pyramiden Zehntausende oder möglicherweise sogar Hunderttausende von Jahren alt sein können. Im Gegenteil sprechen einige Fakten sogar definitiv dafür. Die mit Hochtechnologie geschnittenen Steine waren an den Schnittstellen massiv verglast, bedingt durch die Einwirkung des Plasmastrahls. Und diese Verglasung ist bis auf Reste wegerodiert. Um Verglasung so weit erodieren zu lassen, sind jedoch extrem lange Zeiträume nötig. Bei der Sphinxfigur tendiert man ja inzwischen auch zu der Vermutung, dass sie möglicherweise mindestens 10.000 Jahre alt sei, aufgrund der Wassererosion Schäden an ihren Flanken. Bei Sphinx kommt noch hinzu, dass das bearbeitete Steinmaterial nicht verkarstet ist, ein völlig ungewöhnlicher Vorgang. Aus diesem Grund zerbröselt die Figur auch langsam aber sicher unter den heutigen aggressiven Umweltbedingungen. Vergleichbare Steinbauten, Burgen, Kirchen oder ähnlich weisen eine Verkarstung an der Steinoberfläche auf, die das Material widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse macht. Eine Verkarstung kann sich nicht bilden, wenn das verwendete Steinmaterial mit chemischen Substanzen imprägniert wurde, nach heutigen technischen Verfahren. Eine Steinimprägnierung hält jedoch nur eine gewisse Zeit. Nun zurück zur Sphinx. Wenn die Riesenfigur von den Baumeistern der Gizeh-Pyramiden errichtet worden ist, könnte es durchaus sein, dass sie die technischen Möglichkeiten hatten, sie ja die Steine imprägniert hatten. Um nicht irgendwelche Außerirdischen für die Errichtung der Pyramide bemühen zu müssen, kann durchaus eine frühe menschliche Hochkultur angenommen werden.
Die verfügbaren Zeiträume für die Entwicklung solcher Kulturen reichen völlig aus, nachdem Cremer und Thompson nachgewiesen haben, dass der moderne Mensch bereits Jahrmillionen älter ist, als uns die Schulwissenschaft glauben machen möchte. Die Pyramiden von Gizeh zeigen mir folgendes Bild. Die Baumeister der Pyramiden, wer auch immer sie waren, woher sie ihr Wissen auch hatten und woher sie auch kamen, besaßen eine hochstehende Technik, die weit höher stand als unsere heutige. Das ist ein zwangsläufiger Fakt, denn die Pyramiden beweisen es. Wir können mit unserer heutigen Technik noch keine nachbauen. Pharao Cheops, so es ihn gegeben hat, hätte hier doch wahrscheinlich schallend gelacht, wenn man ihm damals mitgeteilt hätte, zukünftige Archäologen hätten sein Tempelchen rings um die Pyramiden als Zeichen dafür gedeutet, er hätte das Riesenbauwerk errichtet.